Stell dir vor, du wärst ein Sonnenstrahl, der seine Verbindung zu der Sonne verloren hätte, der nicht mehr erkennt, dass er ein Teil der Sonne ist, sondern sich als verlorenes, getrenntes Segment wiederfindet und versucht, eine Identität zu erschaffen, auf der Suche nach sich selbst, nach seiner Quelle ist und diese aber überhaupt nicht findet, weil er die Verbindung zur Sonne verloren hat, also ein abgeschnittener Sonnenstrahl. Und das ist das, was wir oftmals sind. Wir sind lose Fragmente, fühlen uns getrennt, vereinsamt, verloren, sehen keinen Sinn, haben keine Verbindung mehr zu unserer Quelle, zu unserem Sein, zu der göttlichen Essenz, zu der universellen Intelligenz, die alles Leben, alles komplexe Leben so erschaffen hat, wie es ist. Es gibt eine hohe Intelligenz, die kann man mit unserem Verstand nicht erkennen, nicht beschreiben, die kann man nur tief in sich fühlen. Und wenn man diese Verbindung wiederentdeckt und diese Verbindung wiederherstellt, dann erkennt man, das wahre Ich, seine wahre Quelle, die wahre Verbundenheit mit allem. Wir sind alles und alles ist wir. Also wir sind verbunden mit allem und die Quelle ist ein Riesenozean, der alles verbindet und die Lebensumstände, die Dinge, die wir erleben, wer wir an der Oberfläche sind, was für eine Bildung wir haben, was für einen Beruf wir haben, was für einen Ruf wir haben. Das ist alles die Oberfläche des Ozeans. Und wenn wir uns verbunden haben mit unserer tiefen Quelle, unserem Ganzen, was alles umschließt, dann erkennen wir, dass die Oberfläche keine elementare Bedeutung für uns hat. Das heißt, die oberflächlichen Dinge sterben. Das heißt, wir sterben, bevor wir sterben. Die Illusion stirbt, dass wir uns in den oberflächlichen Dingen finden müssen. Die ewige Suche, das ewige Gefühl des Defizits, dass ich bin noch nicht angekommen, ich muss noch denjenigen finden oder diejenige finden, ich muss noch diesen Job erreichen, ich muss noch diesen Betrag auf meinem Konto haben. Alles wird zum Spiel, weil es nicht mehr mit uns identifiziert ist. Wir können damit spielen, weil wir nicht mehr unsere Identifikation, unser Leben, unsere Existenz damit verbinden. Wir verbinden jetzt unsere Existenz mit etwas Tiefem, mit etwas Wahrem, was niemals, niemals sterben kann. Also das ist ein kleiner Einblick in ein bisschen was Spirituelles, Esoterisches. Aber ich denke mal, wenn man bei den Worten eine gewisse Wahrheit spürt, dann ist man der Sache schon sehr, sehr, sehr nahe. Und das ist eigentlich, worum es geht. Nicht versuchen, es mit dem Verstand zu verstehen, es versuchen zu fühlen, zwischen den Worten das Gefühl herauszuschmecken, sozusagen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.